Okay, passen Sie auf. Ich will was in die Luft jagen. Kapiert? In die Kluft? Über Mode müsste was da sein. Ah, das habe ich nicht gemeint. Geweint? Was ist denn los? Lass doch den Kopf nicht hängen. Oh Mann! Hören Sie nochmal. Okay. Wie kommt's, dass ausgerechnet Sie die Bibliothek betreuen? Weil ich mich mit Literatur auskenne. Oh, das hat er jetzt ohne Probleme verstanden. Super. Hören. Okay. Lesen Sie meine Lippen. Ich brauche Explosives. Na ja, die Bücherei ist inhärent öffentlich. Da kann ich nichts exklusiv reservieren. Wäre ja auch nicht nett den anderen Gefangenen gegenüber. Ja, klar. Hören Sie. Okay. Ist es nicht ein wunderschöner Tag heute? Ja, ganz hervorragend. Erst war es ja ein bisschen bedeckt, aber jetzt kein Wölkchen am Himmel. Verdammt nochmal, warum verstehen Sie denn solche Sachen aber nicht, wenn ich nach einem Buch frage? Was für ein Buch? Hören Sie... Okay. Sie sind so schlau. Schreiben Sie doch mal eine Promotion. Explosion? Du brauchst was über Explosionen? Wovon reden Sie denn da? Moment, Moment, hey, ja! Darum geht's. Explosionen. Oh, verstehe. Wie spät ist es denn? Zeit, was in die Luft zu jagen, stimmt's? Genau! Nun gut, mein Freund. Was genau willst du denn haben? Vielleicht kann ich ja helfen. Gibt es Bücher, wo drin steht, wie man Dynamit herstellen kann? Über Elektrik müssten wir was da haben. Die Herstellung von Dynamos wird nicht als gefährlich angesehen. Allerdings gibt's hier keine Fahrräder, wo du die anbauen könntest. Oh, im Ernst jetzt? Hören... Okay. Sie sind... Wovon... Oh. Wie spät... Genau. Nun gut, ich interessiere mich sehr für Roms Katakomben. Aha, sehr große Bomben, was? In dem Buch hier steht alles über selbstgemachten Sprengstoff und wie man eine Bombe zusammenbaut. Bitte sehr. Ich glaub's nicht. Danke, 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 alter Mann. Aber erst zeigst du mir mal deinen Büchereiausweis. Ah, scheiße. Ehrlich? Wer ist dieser Emmerich? Ich heiße Brooks. Tut mir leid, aber du brauchst den Ausweis, um hier Bücher auszuleihen, mein Junge. Stimmt's, Jake? Oh Mann, das darf doch nicht wahr sein. Seit wann braucht man im Knast einen Ausweis? Vielen Dank, mein Junge. Ich höre nicht oft Komplimente. Aber du brauchst trotzdem einen Ausweis. Das ist einfach irre. Mach dir nichts draus, mein Junge. Den kriegst du schon in ein paar Tagen. Kommen Sie, Brooks. Warum können Sie nicht mal 5 gerade sein lassen? Warum? Ein Wurm. Hast du das gehört, Jake? Du hast doch sicher Hunger, was? Oh Gott, ich geb's auf. Kommen Sie schon. Ich brauch das Buch. Tut mir leid, mein Junge. Ohne Ausweis kann ich nichts für dich tun. Es wäre einfach nicht richtig. Bitte machen Sie eine Ausnahme. Ich bin neu hier und die anderen machen es mir auch nicht gerade leichter. Sie können sich sicher noch an Ihren ersten Tag erinnern, oder? Kommen Sie,
Lassen Sie mal 5 gerade sein, nur das eine Mal. Ich bin ganz allein hier und keiner will mir helfen. Deine Worte haben mich tief im Herzen getroffen. Und du hast recht. Dieser Ort kann ziemlich grausam sein. Was meinst du, Jake? Sollen wir ihm das Buch geben? Ich glaube, Jake mag dich. Hier, du kannst das Buch haben. Und denk dran, Ball flach halten. Danke, Brooks. Werd's versuchen. Pferdekuchen? Was soll denn das sein? Auch nur ein Stück Seife, wenn Sie mich also entschuldigen. Ein Stück Seife? Da drin findest du mit Sicherheit keins. Es gibt keine Seife im Duschraum? Nein, es gab da in der Vergangenheit Probleme. Verstehe. Stinken deshalb alle hier drin so? Ne, weiß ich nicht. Aber Seife findest du nur an einem Ort. Im Loch. Oh Gott, es ist ja ekelhaft. Im Loch? Es geht hier doch um das Rektum von irgendjemanden, oder? Das hat man oft damit verglichen. Aber in Wirklichkeit ist das die Zelle für die Schlimmsten der Schlimmen. Sonst gibt's aber nirgendwo Seife. Wird schon nicht so schlimm sein. Ich muss dieses Loch sehen. Können Sie mir da helfen? Was? Was muss ich machen, dass ich in dieses Loch komme? Ich sag ja, du musst was wirklich Schlimmes machen. Weißt du... Hier gibt's ein paar strenge Regeln. Und wenn du einige von denen missachtest, dann wirst du ruckzuck ins Loch gesteckt. Sowas wie Drogenhandel, nächtliches Singen, gewalttätige Handlungen, FKK an nicht ausgewiesenen Stellen. Aber wenn du meinen Rat willst, machst du lieber keinen Ärger. Okay, ich versuche mir das zu merken. Danke für die Info, Murray. Sie kriegen auch was Schönes zum Geburtstag. Können Sie mit Ihrem Einfluss nicht erwirken, dass ich da reingesteckt werde? Warum sollte jemand da freiwillig rein wollen? Ich mein's ernst. Können Sie mir das Loch nicht wenigstens einen Moment lang zeigen? Glaub mir, da willst du nicht hin. Also sind wir doch keine guten Freunde, was, Murray? Murray, Sie sind hässlich. Reicht das? Ich weiß, dass du das nicht so meinst, Junge. Mir ist vollauf bewusst, wie gut ich aussehe. Na, blöder sexy Murray.
Tut mir leid, mein Freund. Autsch! Das war nicht sehr schlau, Junge. Du hast dir gerade einen All-Inclusive-Aufenthalt im Loch verdient. Die meisten Frischlinge werden in der ersten Nacht fast wahnsinnig. Irgendeiner bricht immer heulend zusammen. Das passiert jedes Mal. Die Frage ist nur, wer wird es sein? Man kann darauf Wetten abschließen, wie auf vieles andere auch. Ich hatte mein Geld auf Randy Hicks gesetzt. Okay, das ist also das berühmte Loch. Okay. Schritt Nummer 1, ein Stück Seife finden. Schritt Nummer 2, schnell raus aus diesem Scheißloch. Schritt Nummer 3, heim zum lieben Marconi. Mein Gott, hätte nie gedacht, dass ich den stinkenden alten Arsch mal vermissen würde. Das funktioniert so einfach nicht. Schätze, die schauen ja ab und zu mal nach mir. Kriege ich nicht auf. Hey, da steht was unter dem ganzen Dreck geschrieben. Da steht, ich habe noch nie Berlin gesehen, weder vom Boden noch aus der Luft. Und beides will ich noch tun, ehe der Krieg zu Ende ist. Da ist ein Loch im Loch. Und ich würde sagen, da lebt was drin. Hallo? Ist da jemand? Hört mich denn keiner? Hallo? Hallo? Ruhe, Gefangener! Hör auf zu schreien! Murray? Halt die Klappe! Was soll der Aufstand? Ich erahne ein gerüttelt Maß an Ablehnung in Ihrer Stimme, Murray. Meine Sympathie für dich hat sich in dem Moment verflüchtigt, als du mir die Flasche über den Kopf gezogen hast. Ach, kommen Sie, Murray. Seien Sie nicht so. Das war eine Ausnahme. Das passiert nie wieder. Ich schwör's. Natürlich nicht. Das Loch wird dich schon zur Vernunft bringen. Wie bitte? Nach einer Weile da drin lernt man benehmen. Was genau heißt denn eine Weile? Eine ganz schön lange Zeit. Dein Vergehen war schwerwiegend. Das Loch wird dir Manieren beibringen. Murray, hier drin stinkt's. Das Loch wird nicht geputzt. Ach so. Und was sagt die Gewerbeaufsicht dazu? Das Loch, das Loch. Soll mir das Angst machen, dass Sie immer das Loch sagen? Dir ist noch gar nicht klar, in was für Schwierigkeiten du steckst. Du steckst im Loch. Nichts wird sein wie vorher. Leute kommen da rein und das Loch zerstört ihre Seelen. Du hättest keinen Ärger machen sollen. Okay, okay. Wissen Sie, eigentlich sollte hier ein Stück Seife drin sein. Keine Seife da? Oh Mann, ich rufe den Hausmeister an und lass ihn eine herbringen. Murray, ich bin mir ziemlich sicher, das hier geht nicht gerade als riesig durch. Dann muss ich dir leider sagen, dass du wohl ohne Seife klarkommen musst. So läuft das hier im Loch. Sagen Sie nicht immer Loch oder geben Sie mir wenigstens die scheiß Seife. Tut mir leid. Keine Seife für die Gefangenen, die mir eine Flasche über den Schädel ziehen. Ach, darum geht's also. Wissen Sie was? Das hätte man ja von jedem erwarten können, aber von Ihnen, Murray. Der Murray, den ich kannte, war nie so nachtragend. Ich bin sehr enttäuscht von Ihnen, junger Mann. Hey, lass das, Gefangener. Verdammt, war so nah dran. Murray, das mit der Flasche tut mir leid. Wann darf ich denn wieder raus? Entschuldigung angenommen,
Aber das wird es für dich nicht angenehmer machen. Ach, kommen Sie. Sagen Sie mir wenigstens, wie lange ich hier festsitze. Junge, du steckst im Loch. Und da wird dir auch nicht gesagt, wie lange. Tatsächlich bleibst du noch ein paar Stunden länger drin als geplant. Vielleicht kommst du morgen raus oder Donnerstag. Aber ganz sicher wirst du heute keine frische Luft mehr atmen. Mary, Sie wissen ja gar nicht, was Sie anrichten. Das ist lebenslänglich für mich. Das können Sie nicht machen. Willst du mich herausfordern? Du bleibst da drin, bis ich entscheide, dass es reicht. Verdammt, Mary, ich erkenne Sie ja gar nicht mehr. Seit wann sind Sie denn so fies? Haben Sie denn die arme Ente aus dem Park vergessen? Hey, woher weißt du das? Ich weiß, dass damals ein wahrer Held vor mir stand. Aber sie kenne ich gar nicht mehr. Du lügst. Tu ich nicht. Ich sah einen jungen Polizeibeamten mit einer glänzenden Zukunft, der alles riskierte, ein Leben zu retten. Aufhören! Dieser Mann, wie ein Superheld, der nicht wusste, welche Kräfte er entfalten kann, drückte dem armen Vieh den Brustkorb ein. Viele würden sagen, dass hier nur eine weitere arme Seele unter dem grausamen Stiefel der Gesellschaft zermalmt wurde. Aber nicht Sie, Murray. Sie doch nicht. Das reicht! Sagen Sie, Murray, wo ist dieser Held geblieben? Was ist mit ihm geschehen, Murray? Dieser Held starb zusammen mit der Ente. Genieß deine Strafe. Murray? Heulen Sie? Natürlich nicht. Es ist schon okay, Murray. Sie können mir vertrauen. Lassen Sie es einfach raus. Abgelehnt. Gefangene im Loch müssen physisch wie psychisch gebrochen werden. Das sind nur mal die Regeln. Na gut, Murray. Ich will nur, dass Sie wissen, dass Sie für mich immer ein Held sein werden. Danke. Ich hab ihn schon fast. Im Ernst, ich brauch die Seife wirklich. Insasse, ich sehe das Problem nicht. Das Loch ist sauber. Murray, ich muss mit Ihnen reden. Hey, Murray. Ich glaube, da hat jemand eine komische Nachricht hier auf der Wand hinterlassen. Du meinst, eine Art Geheimbotschaft? Ja, so in der Art. Von einem Virgil Hills unterschrieben. Hey, hat den nicht Steve McQueen in The Great Escape gespielt? Oh, das. Ja. Wir hatten mal einen Gefangenen, der total auf den Film abgefahren ist. Er machte immer absichtlich irgendwelchen Ärger, damit wir ihn hier einsperren. Und dann hat er stundenlang mit diesem blöden Ball gespielt. Was für ein Irrer. Und was ist aus dem geworden? Nun, Sleazy hat ihm wohl ein Motorrad besorgt. Also, er ist ausgebrochen, genau wie im Film? Ja, und genau wie im Film hat er das Motorrad in einen Stacheldrahtzaun gesetzt. Aber im Gegensatz zu Steve McQueen hatte er keinen Stuntman. Er ist dabei draufgegangen. Tolle Geschichte. Hätte auch gern einen Ball. Würde alles viel erträglicher machen. Er hat den Ball dagelassen. Willst du ihn haben? Echt? Das würden Sie für mich tun? Wenn du dann eine Weile Ruhe gibst. Hier, bitte. Ich denke nicht, dass das klappt. Nein. Nee, ich muss grad nicht. Das gebe ich nicht weg.
Ich weiß nicht, was hinter dieser Wand ist. Da könnten ja irgendwelche Starkstromkabel verlegt sein oder so. Ich lass es lieber. Hey, bin ich Hulk oder was? Super, jetzt habe ich die Wand zerbröselt. Die kriege ich mit bloßen Händen nicht lose. Eine ziemlich große Mutter. Ja! Hey, sieh mal einer an. Hab wohl meinen Zellengenossen gedünstet. Deine Freunde werden dich immer in Ehren halten, aber nun verrotte. Verdammt, hier drin riecht's nach Gammelfleisch. Und ich bin's nicht, das schwör ich. Hey Murray, kommen Sie mal her, ich weiß, dass Sie noch da sind. Was gibt's, Gefangener? Hier stinkt's! Das ist unmenschlich! Kommen Sie! Sie müssen was unternehmen! Na, ich finde, es riecht gar nicht so schlimm. Aber hier hast du etwas Seife. Reib sie dir, du weißt schon wohin. Ah, das reicht nicht! Ich muss hier raus, Murray! Abgelehnt. Der Geruch ist etwas unangenehm, das gebe ich zu. Aber das hier ist kein Wellnessurlaub, mein Freund. Da wirst du wohl mit klarkommen müssen. Verdammte Scheiße! Jetzt riecht der Schwamm nach toter Ratte. Wart's nur ab, Murray. Wart's nur ab. Murray, kommen Sie her! Das müssen Sie sich anschauen! Was so... Oh mein Gott! Was ist denn hier passiert?
Mann, was zum Geier stinkt denn hier so? Ich hab's ja gesagt, das ist absolut unmenschlich. Ich kotze hier alles voll, wenn Sie mich nicht sofort rauslassen. Na gut, na gut. Ich wusste ja nicht. Hey, raus hier, du blöde Katze. Murray, ich glaube, ich halte das nicht mehr aus. Okay, okay, ich hab's ja verstanden. Ich glaube, du hast deine Lektion gelernt. Holen wir dich da mal raus. Okay, hör zu, Gefangener. Wir stecken dich für den Moment mal nicht herein, aber das ändert nichts. Deine Grundhaltung gefällt mir nicht. Und deswegen wirst du hier nicht einfach so rumspazieren. Was soll das heißen, Murray? Problemfälle wie du müssen hier was beisteuern. Bruno ist hier Küchenchef, Box kümmert sich um die Wäscherei und du wirst der neue Gärtner. Ah, super. Gab's nicht noch einen langweiligeren Job? Ich will lieber ein Wächter mit einer Knarre auf dem Wachturm sein. Du tust, was man dir sagt, Junge. Na gut. Und was zum Geier soll ich machen? Nun, erstmal müssen wir rausfinden, ob du dich überhaupt eignest. Geh zum Feld, da findest du alles, was du brauchst, und pflanzt diese Samen. Mal sehen, ob was wächst. Wenn ich morgen sehe, dass es geklappt hat, hast du den Job. Morgen? Ich versuch's. Aber mit Freiluftgärtnerei kenne ich mich nicht so aus. Was soll das denn heißen? Das heißt, ich werde mein Bestes geben. Will sie nicht enttäuschen. Braver Junge. Zeig mir, dass du was anpflanzen kannst und du wirst der neue, reguläre Gärtner. Dann kriegst du sogar den Schlüssel zur Werkzeugkiste. Okay, so machen wir's. Endlich bin ich aus diesem dreckigen Loch raus. Und ich habe eine von vier Zutaten für die Bombe. Der Panzer, den Sleazy gestern erwähnt hat, wäre sicher auch nicht schlecht, aber ich glaube kaum, dass er den hat. Naja, kann man ja trotzdem mal schauen. Oh, Scheiße. Ich glaube, das Vieh läuft mir nach. Hey, du. Schleichst du mir hinterher? Mann, du blödes Vieh, lass mich endlich in Ruhe. Vergiss es. Ich streiche kein Tier, das mein Todesdatum kennt. Hä? Hey, du bist neu hier, oder? Ich? Quatsch. Ich bin schon eine Weile hier. Ich zieh's aber vor, unauffällig zu bleiben. Na, dann sind wir schon zwei.
Ich heiße übrigens Martin. Hey Martin, ich bin Randall. Willst du einen Zaubertrick sehen, Randall? Das haut dich aus den Socken. Ich weiß nicht. Komm schon, Mann. Gib mir einfach irgendwas, das du nicht mehr brauchst. Und ich lasse es verschwinden. Warum muss das was sein, das ich nicht mehr brauche? Weil die magische Schachtel es für immer dematerialisiert. Das klingt wie ein ziemlich blöder Zaubertrick. Das wissen wir erst, wenn wir es ausprobiert haben. Nicht wahr? Ich hab nichts, was ich loswerden will. Ich gewöhne mich so schnell an meinen Plunder. Du hast doch sicher irgendwelchen Müll, den du nicht mehr brauchst. Aber egal, wenn du an der Macht der Magie keinen Geschmack findest, ist das dein Problem. Okay, dann mache ich mich mal auf die Socken. Bis dann. Hey, komm schon, warte mal. Sei doch nicht so. Junge, was willst du überhaupt? Ach, weißt du, alle ignorieren mich. Keiner will meinen Zaubertrick sehen. Naja, du bist doch nicht gerade David Copperfield. Ach, komm schon, lass mich nicht betteln. Bitte, ich will meine Gabe mit dem Rest der Welt teilen. Klar. Okay, mir ist gerade was eingefallen. Wie wär's, wenn du mir was im Austausch gibst? Schließlich werde ich eins meiner Items für immer verlieren, wenn du deinen blöden Trick machst. Also, ich soll dir was im Austausch geben, damit du meinen erstaunlichen Trick sehen darfst. Spinnst du? Okay, na dann. Hab ne Menge zu tun. Man sieht sich. Verdammt, warte! Ja? Na gut, du hast gewonnen. Weiß bloß nicht, was ich dir anbieten kann, mein Freund. Tja, ich kann eigentlich so alles brauchen. Okay, dann bekommst du mein magisches Medaillon. Was meinst du? Magisch? Warum ist das magisch? Wo hast du das her? Na, das lag irgendwo rum. Und dann war's plötzlich in meiner Tasche. Pure Magie. Ich glaube, so verschieden, wie ich anfangs dachte, sind wir beide gar nicht. Ach, du begriffst auch gerne Leute bei lebendigem Leibe? Das nehme ich zurück. Also, abgemacht? Okay, wenn ich was finde, das ich nicht mehr brauche, dann bringe ich es zu dir. Und du gibst mir dein magisches Medaillon. Noch besser. Du wirst absolut verzaubert von einem obergeilen Zaubertrick. Und dann gebe ich dir das Medaillon. Klar. Wenn du es sagst. Übrigens. Weißt du, wo ich ein bisschen Fett, Dünger und eine Handvoll Streichhölzer herkriege? So Sachen habe ich nicht. Und wenn ich die hätte, würde ich sie mit meiner Zauberkiste verschwinden lassen. Kennst mich ja. Eigentlich nicht, aber egal. Naja, du scheinst da was zu verwechseln, mein Freund. Wenn du was brauchst, ist Sleazy dein Mann. Ich weiß, aber ich brauche das Zeug heute noch und Sleazy kann erst morgen liefern. Und ich weiß nicht, ob es mich da noch gibt. Wie das? Willst du dich umbringen oder so? Nee, ich bin nur... Warum rede ich überhaupt noch mit dir? Weil du mich gut leiden kannst und weil du ganz versessen auf Zaubertricks bist. Ja, klar. Muss jetzt los. Okay, aber denk dran, wenn du mal Lust verspürst, dich von der Faszination der Illusionskunst verzaubern zu lassen, weißt du, wo du mich findest. Also was jetzt? Bist du ein Zauberer oder ein Illusionskünstler? Das ist nämlich nicht dasselbe. Das weißt du, oder? Ich glaube, Illusionskünstler gefällt mir besser. Okay, Illusionskünstler. Ich bin weg. Tut mir leid, damit geht's nicht. Gut, dann suche ich mal weiter. Tut mir leid, damit geht's nicht. Gut, dann suche ich mal weiter.
Tut mir leid, damit geht's nicht. Gut, dann suche ich mal weiter. Hier, Kumpel. Damit geht's, oder? Klar, Mann. Das geht. Gib her. Hier. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Die magische Schachtel arbeitet mit magischer Mentalenergie. Ich dachte, du wärst ein Illusionskünstler. Wie meinst du das? Naja, ein Illusionskünstler erschafft Illusionen. Der benutzt keine Magie. Na, du weißt schon. Oder nicht? Schau mal, willst du den Trick nun sehen oder nicht? Klar, kann's kaum erwarten. Dann halt die Klappe und stör mich nicht. Sorry. Du hast den Ball weggekickt, das habe ich gesehen. Nennst du mich einen Betrüger? Ja, klar. Okay, du hast mich erwischt. Was hast du erwartet? Echte Zauberei? Ist gar nicht so weit hergeholt, weißt du? Ich bin hier wegen einem magischen Ring, also... Klar bist du das, Monster. Hey, was hast du denn über mich gehört? Ich bin nur der Typ mit der magischen Schachtel. Das weiß ich schon. Egal, jetzt habe ich ja deinen blöden Zaubertrick gesehen. Dann kannst du mir jetzt auch das Medaillon geben. Abgemacht ist abgemacht. Bitte sehr. Perfekt. Ein magisches Medaillon? Eher ein Ventil an der Kette. Ich bin sicher, dass ich dem Typen was aus dem Kreuz leiern kann. Ich red lieber erst mit ihm. Hey, was geht's, Lisi? Seh mal einer an. Wenn das nicht der Grünschnabel ist. Ich hörte, du hast deine erste Nacht im Loch verbracht. Hat's Spaß gemacht? Könnte wetten, du willst da wieder rein. Nee, glaub mir, das will ich sicher nicht. Hör zu, Grünschnabel, wenn ich du wäre, würde ich mich im tiefsten, dunkelsten Loch verstecken, das du finden kannst. Hör mal, mein Freund, Randall Hicks ist kein Feigling. Tja, wenn man dich so anschaut, könnte man zu einem anderen Schluss kommen. Was soll das heißen? Das heißt, sei bei den Schwestern vorsichtig. Ich höre, die sind echt sauer auf dich. Die wollen offensichtlich deinen Kopf auf einem Spieß. War nur ein Spaß, Junge. Keiner will deinen Kopf. Aber vielleicht solltest du dich trotzdem vom einen oder anderen fernhalten. Danke. Übrigens, irgendwas ist anders an dir. Anders? Was meinst du? Hier ist nie irgendwas anders. Also, kommst du immer noch gut an Sachen ran, ja? Das stimmt. Was brauchst du denn? Tja, so einiges. Ich höre, Grünschnabel. Worum geht's? Ich brauche Frittierfett, Streichhölzer und Dünger. Kein Problem. Kannst du morgen alles haben. Ah, dann vergiss es. Das Detail hatte ich vergessen. Hey, ich weiß, was los ist. Du rauchst wieder, oder? Wieder? Hab nie aufgehört, seit ich hier bin. Meinst du nicht, das ist eine schlechte Angewohnheit? Du solltest mal Nikotinkaugummi probieren, ist auch gesünder. Gute Idee, aber ich hab kein Nikotinkaugummi. Das Einzige, was ich nicht besorgen kann, ist echt frustrierend. Ich hatte aufgehört, bis ich hierher kam, aber wegen dem ganzen Stress habe ich wieder angefangen. Tja, dann ist jetzt vielleicht der richtige Moment, um aufzuhören. Was mich wirklich ankotzt, ist, dass ich mich echt an den Kaugummi gewöhnt hatte. Hat mir sogar richtig gehend geschmeckt. Tja, dann ist ja heute dein Glückstag, mein Freund, weil ich dir nämlich vielleicht was besorgen kann. Ehrlich? Klar, du wolltest mir doch einen Panzer besorgen, oder? Dann sind wir quitt. Ein Panzer? Okay, aber das dauert bis morgen. Ist schon okay. Du kannst mir doch sicher was im Austausch anbieten. Ja, klar.
mir fällt gerade ein, ich muss noch zum Zahnarzt. Echt? Na dann lieber du als ich. Ich gehe noch zur Massage. Ja, klar. Hier ist dein Nikotinkaugummi. Wie versprochen. Ha, spitze. Kann ich dir eine Zigarette und ein Streichholz im Austausch anbieten? Okay. Okay, hier. Bitte. Eine Kippe und ein Streichholz. Danke. Hier ist dein Kaugummi. Vielleicht habe ich morgen noch mehr. Die brauche ich, weil die aus Phosphor sind, aber für eine Bombe brauche ich einen ganzen Haufen mehr davon. Ohne Schlüssel geht hier gar nichts. Ein paar Stücke Holz, die zusammengenagelt und in den Boden gerammt wurden. Jetzt stinkst du ja fast so wie ein paar von den Insassen hier drin. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Vielleicht auch nicht. Gestank ist schwer vergleichbar. Oh, jetzt verstehe ich. Ich werde gar nicht sterben. Die Katze wurde nur vom Gestank der toten Ratte aus dem Schwamm angezogen. Dich brauche ich nicht mehr in meinem Inventar. Raus mit dir. Total ausgetrocknet. Da stecke ich meine Hand nicht rein. Da sind Wespen drin.
Da stecke ich meine Hand nicht rein. Da sind Wespen drin. Das wär's. Verschwindet, ihr Drecksviecher, und kommt ja nicht wieder. Tja, ich bin zwar kein Fachmann, aber das sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt zum nächsten Schritt. Thank you.